Moin, Freunde, ich bin's mal wieder, euer NoahZ28 und damit herzlich willkommen zu einem erneuten Stein und Bock mit mir, eurem NoahZ28. Wir sind gerade noch in Köln, gehen jetzt ein bisschen abmasten bei Siege. Da hinten ist der Kölner Dom. Wir fahren aber gleich nach Dortmund, denn heute ist der große Spieltag. Dortmund gegen PSG. Trimax ist hier, Niki ist hier, Nofio, Big Spin, Lisa ist hier. Ganz viele Leute, die ihr natürlich auch kennt von Funk und Fernsehen. Und ich freue mich erstmal, Max Dortmund zu zeigen. Da gibt es vielleicht nicht so viel zu sehen, aber da gibt es auf jeden Fall guten Fußball zu sehen. 21 Uhr ist Anstoß, haben es ein bisschen eilig, deswegen wird jetzt kurz gemastet. Und dann will ich sagen, viel Spaß mit dem Stadionvlog. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und in dem Sinne, kommt damit rein in die gute Stube. Wir gehen jetzt ein bisschen was abmasten. Steak soll es sein. Eine gute Grundlage für einen guten Spieltag. Was glaubst du, wie viel Dortmund spielt? 4-1. 4-1, Lisa, du? Ich habe für PSG getippt. Wirklich? Ja. Ja, sag mal, wie hoch? Ich habe 2-0, ich habe PSG getippt. 2-0? Ja. Ich sag 3-2 für Dortmund. 3-2? Ja. Wer macht die Tore? Naja, einer ist klar, weil den hat er auf Malle getragen. Also Füllkrug macht. Macht 3. Füllkrug macht. Füllkrug macht alle 3. Ja. Füllkrug mit Bier. Ich hätte keine Ahnung. Und Hummels. Hummels macht noch einen Kopf. Alles du, Matteo? Ja, ich sag 4-1. 4-1, was sagst du? 2-1. Gut. Ich sag auch, es wird ein ganz spannendes 4-1, weil wir brauchen noch ein 4-1, weil in Paris wird richtig schwer. Ich freue mich jetzt schon auf die Auswärtsfans von Paris. Die waren 2 Stunden vor Anpfiff, letztes Mal in der Gruppe, da und haben das ganze Ding auseinandergenommen. Das wird eine richtig kranke Stimmung. Ist jetzt klar, Max? Ja, ja, klar. Warst du schon mal im Dortmund-Stadion? Noch nie im Dortmund-Stadion? Nein. Du verarschst mich. Du warst noch nie im Dortmund-Stadion? Ich auch nicht. Du? Ich auch noch nie. Ich war noch nie im Dortmund-Stadion. Ja, dann werdet ihr ja so geisteskranken Kulturschock kriegen, weil die alles niederreißen werden. Da stehen 20.000 Menschen auf einer Tribüne und machen 90 Minuten Party. Ich freue mich sehr. Ja? So krass sind die PSG-Fans. Wir machen Duell. Dortmund-Spieler aufzählen. Wir beide nur. Oh. Da ziehst du mich geisteskrank ab. Füllkrug. Füllkrug. Hummels. Jetzt schon dünnes Eis. Sancho. Sabitzer. Ich hab nur noch einen. Was? Ich weiß auch nicht. Du hast keinen mehr, Bro. Ich bin der Links. Guck doch mal, mit wer der macht. Bro, ich hab doch mit einem gechillt. Ja. Ich kann 5 aufzählen. Hä, du Wichser. Ja, okay. Mach du? Sali Özcan. Marco Reus. Wow. Wolf. Adeyemi. Ist Schlotterbeck noch da? Oh, der könnte jetzt schon falsch sein. Ja? Oh mein Gott, ich hab noch abgefahren. Wer steht im Tor? C-A-N. Ja, wer steht im Tor? C-A-N? Du nennst den C-A-N. Der Zahn. Zahn? Wie heißt der? Deswegen C-A-N, weil wenn ich ihn Zahn nenne, sage ich, bin dumm. Ich hätte vielleicht noch 2. Schlotterbeck. Ja. Geil. Einen hätte ich, glaube ich, noch. In Köln haben wir uns Bilder angeguckt von einem Dortmund-Spieler und einem sehr langen. Ah, ja, normal, ich war jetzt nicht. Was gibst du für Tipps, Bro? Wir haben selber, Süle. Ja, eben. Ja, dann wollte ich die ganze Zeit sagen, warum gibst du solche Tipps? Ich sag jetzt einen und ihr werdet euch beide ärgern: Gregor Kobel. Ja, das ist ja der Torwart. Noch nicht gehört. Ich wollte Julian Brandt. Ja, fuck, der war auch dabei. Der war vor der Liga. Cheers! Das ist die Transformations-Challenge. Ich transformiere mich jetzt. Egal. Das Ding, ich will das ja 350 Kalorien. Das hat so viele Kalorien wie Milchshake. Ich transformiere mich jetzt zum Fettsack. Das ist krass. Wollen wir tauschen? Warum? Weil ich fett bin. Wolltest du das? Was denn? Darf ich mal probieren? Also, du kannst den Bananensaft haben. Ich habe mich da verschätzt. Ich war jetzt im Fettsack-Modus. Weißt du nicht gut? Ich bin jetzt in der Transformationsstelle. Nee, Bayern müssen wenn ich das trinke, dann bin ich 10 Kilo schwerer. Ich kann es schon nehmen. Wollen wir tauschen? Willst du Wasser? Ja. Du kannst mit Lisa teilen. Getauscht. Das weißt, du sagst jetzt einen von Transformation, hast gleich einen Double Cheese Bacon. Ne? Man muss gucken, an welchen und Egg Mac and Cheese. Aber Mac and Cheese kann auch noch mal rein. Ja. Freue ich mich. Ich denke mir so, ich habe mir gesagt, meine Transformationsschleife geht erst morgen. Weil, warum? Jetzt hört mir zu. Mir geht es nämlich noch scheiße von Mallorca. Ich brauche die Grundlage. Ich muss was essen. Und zwar vieles mit Vitamin und gesund, damit ich wieder gesund werde. Und dann gehe ich ins 3 Tage Fasten und dann in die ketogene Ernährung. Deswegen maste ich noch einmal richtig rein, weil ab morgen 3 Tage wird gefastet. Mein Frühstück war Red Bull,
mit einem Pillencocktail. Und jetzt hab ich hier rum, als wäre ich auf Craig. Max, was sagst du zu meinem Essen nach der Transformations-Challenge? Ich würde sagen, das passt so. Ich transformiere mich jetzt zum Fettsack. Hier müsste ich mir einmal ein bisschen Fettsack stehlen. Dann müsste ich aber auch da hinten nochmal bei dir zugreifen. Wo denn? Das da einfach. Mhm. Boah. Bocken, ne? Boah. Ich hätte nicht probieren dürfen, das schmeckt zu gut. Ja, ne? Transformieren wir uns mal. Das ist die beste Bernese-Soße, die ich jemals hatte. Mhm. Super. Auf einen geilen Spieltag. Und? Was geworden? Ja. Die Hälfte vom Stadion-Vlog ist, wie Noah davor sich übertrieben reinmastet. Nachdem wir gerade... Direkt nachdem die Fitnessstelle gestartet ist. Da ist der Punkt. Leute, man sieht heute nichts mehr vom Stadion-Vlog. Der hat sich einfach nur das Dortmund-Trikot angezogen und haut sich hier Burger rein. Ich hab gar keine Tickets. Alles nur Clickbait. Krass. Digga. Mach jetzt das vorher Bild. Stimmt. Ach so, das Witz hier ist ja echt hässlich. Das ist der Ruhrpott. Bro, da ist ein fucking Mauszeiger auf dem Haus. Ich hab nie was Beschissenes. Ja, Dortmund ist nicht die schönste Stadt. Ich würde sagen, dass der Ruhrpott nicht unbedingt die schönste Ecke ist, aber für den Fußball bekannt ist und auch lebt. Mehr haben sie nicht zu bieten. Also wir haben uns 4 Tage derartig die Synapsen aus dem Schädel gesoffen, dass es jetzt so weit gekommen ist, dass wir kurz vorm Champions League Halbfinale uns zu 6. in Wasser bestellt haben, an einem Brinkhoff stand. Ich wusste nur, dass die Wasser verkaufen, bin ich ehrlich. Auf einen guten Spieltag. Ist das geil. Ich habe noch nie mit Wasser hier gestanden. Auf ein geiles Spiel. Hey, Champions League. Woo! League Champion. Es ist so sprudelig, holy shit. Oh, warte. Aber ist gut? Spannende Frage. Ja. Welches Trikot ist original? Nasi, Mann. Ja? Ja, dein würde ich sagen. Dreht euch um. Also das ist gefälscht und das Original. Ja, guck mal, wie hell das ist. Das sieht man doch direkt. Krass. Man sieht das daran, wie hell das ist. Na gut. Das hat einen 10er gekostet auf Malle. Das ist original, 120 Euro. Grüße gehen raus an den Dortmund-Job. Geiler Schal. Mit Vollgas durch die Königsklasse. Spitze. Hammer. Achso. Da kommt noch was. Finale Wembley. 25.05.13. Wembley Finale. Ja, und dieses Sie waren Jahr nicht wieder. Da, oder? Sie waren da. Sie waren 2013 im Wembley Stadion. Ja. Dann machen wir es dieses Jahr besser. Ja. Spitze, was ist Ihr Tipp heute? Krank! 2-1. Was? Wer schießt die Tore? Ungefähr. Oh, ich gebe Ihnen einen Tipp. Ja gut, der. Füllkrug. Wer denn? Füllkrug. Und das zweite? Rolf. Ja, den nehmen wir. Den nehmen wir. Revanche 2013. Wie groß findest du das Stadion, Max? Wie passen da rein? 81.000. Das ist das größte in Deutschland. Richtig. Und die größte Stehtribüne der Welt. Digga, Dortmund hat doch nur 80.000 Einwohner. Da passt ganz Dortmund rein. Ja, das ist so ein Dorftreffen da. Das ist krass. Ja, aber ist glaube ich schon geil, wenn du richtig gerne Fußball magst und in Dortmund geboren wirst, dann hast du schon eine gute Zeit, oder? Ja, es gibt Höhen und Tiefen halt, ne? Aber ja, stell dir mal vor, du bist in fucking Gelsenkirchen geboren. Du steigst einfach in die zweite Liga ab und hast noch vor 2-3 Jahren Champions League gespielt. Ja, scheiße. Das tut weh. Boah, gib Gas. Ciao. Wir sehen uns nach dem Sieg. So nämlich. 20:02 Uhr, Stunde vor Anpfiff. Wir gehen rein in den Fußballtempel. 4-1 will ich sehen. Aufstellung, gucke ich mal kurz, ob sie gerade am Start ist. Gerade war sie noch nicht da. In 57 Minuten ist Anschluss. Aufstellung ist da. Kobel im Tor, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Madsen, Can, Brandt, Sabitzer, Adeyemi, Füllkrug und Sancho. Sehr, sehr geile Formation. Can im zentralen defensiven Mittelfeld, gefällt mir gut. Schlotterbeck, Hummels in der Innenverteidigung und Dufte. Madsen, Ryerson, sehr, sehr geil. Und ich sag's so, wie es ist, Adeyemi wird da den ganzen Flügel zerdonnern. Der wird mehr Torchancen kriegen als Kylian Mbappé. Und jetzt schauen wir uns mal die Formation von PSG an. Einmal Bakola, Mbappé und Dembélé. Die beiden müssen sie in den Griff kriegen. Fabian, Vitinha und Emery, Nuno Mendes, Fernandes, Marquinhos, Hakimi, Donnarumma. Ich sag so, wie es ist. Ungefährlich. Also Mbappé, Dembélé in den Griff kriegen und dann haben wir es eigentlich. In dem Sinne, viel Spaß mit dem Vlog. Wenn euch solche Art von Schein-Vlogs gefallen sollte, gern ein Like und ein Abo dalassen. Und schaut auch gern bei Max bei seinem Vlog vorbei. Gehen wir rein ins Spektakel. Immer wieder geil.
Scheiße, die Mistmaden! Da hinten ist er. Das Ninja Turtle. Ja, nee, wieder der Beste, ne? Guck mir nicht so an, du Bumsbirne. Du fliegst hier heute raus. Mit einem 4-1 aus dem Ruhrpott. Also das ist mit Abstand mit Haaland vielleicht der krasseste Fußballer dieses Planeten und der steht 3 Meter vor mir. Die Männer in Gelb. Ihr werdet es schaffen. Ja, bequatscht euch nochmal. Geht die Taktiken durch. Seid in den Köpfen der Gegner. Geht in euch. Let's go! Ich denke mal, die Führung geht so klar. Geisteskrank. Ich würde sagen, in der ersten Halbzeit habe ich 3000 Kalorien verbraucht. Dieses Erlebnis und diesen Vlog könnt ihr tatsächlich nur schauen, weil der gute Herr mir hier die Tickets in der zweiten Reihe besorgt hat. Danke dir, Christian. Da kommen auf jeden Fall auch noch viele weitere coole Sachen auf euch zu. Karten fürs Wembley hätten wir auch parat. Auch ein Gewinnspiel, welches hier unter diesem Video verlost wird. Wir haben einmal 3 Dortmund-Trikots und nochmal 3 Tickets für das letzte Heimspiel gegen Darmstadt. Also könnt ihr da draußen mit mir gemeinsam ins Stadion das Spiel in vollen Zügen genießen und das Ganze inklusive 3 Tickets für euch. Und ja, wenn euch das Ganze gefällt, lasst dem Video gerne ein Like da, ein Abo und schreibt gerne in die Kommentare, warum ihr genau die Richtigen seid. Schaut auch gerne beim Christian vorbei. Der Insta-Channel ist in der Videobeschreibung verlinkt und dann würde ich sagen, auf eine geile zweite Hälfte und ich danke dir mal lieber. Sehr gerne, ich freue mich. Sehr geil. Wen haben wir denn hier mal lieber? Was geht ab? Wie geht's dir, hä? Besser kannst du. Von Malle hier hin oder was? Direkt vom Ballermann hier. Stark, Alter, ich riech noch die Fahne. Ich habe auch noch einen Sitz, aber Digga, was hast du zur ersten Halbzeit? Also am Anfang war das Spiel ein bisschen langweilig zum Schauen, so ja, jeder hat sich rangetastet. Am Ende muss man sagen, hat BVB schon gut Druck gemacht und auch verdient das 1-0, ja, oder? War auch meine Prediction, dass es so ein Hin und Her wird auf einer Höhe und dann, dass es mit 1-0 in die Halbzeit geht. Ein bisschen Angst davor, dass wir uns darauf ausruhen und jetzt zu sicher spielen und deswegen vielleicht 1 noch kassieren. Was ist dein persönlicher Tipp für... Ich hatte 1-1 gesagt vor dem Spiel. Okay, krass. Ich habe 3-1 gesagt. Dortmund? Ja.
Trimax hat auch Ajax gesagt, ich bin gespannt. Mit 2 Toren Vorsprung, das wäre krass. Dann müssen die aber, sonst wird es schwer in Paris. Ne? Ich sag auch, wir werden in Paris 100% verlieren. 2-1 werden wir kassieren. Also vielleicht, aber wir brauchen mindestens 2 Tore Vorsprung, damit wir das sicher im Finale sehr, sehr, mit einem Bein zumindest im Finale stehen. Ich wünsche dir eine geile zweite Hälfte. Ich auch, da habe ich gefreut. So, wir sind ja jetzt in der Transformations-Challenge. Deswegen gibt es auch kein Bier mehr, sondern Wasser. Dembele, oh nee. Die sind so schnell. Warum sind die so schnell? Ich sag, die sind alle gedopt. Mbappé ist frei. Ach, bitte nicht. Nächster. Bitte nicht. Pfosten. Hau den weg! Oh mein Gott! Ja! 2 Mal Pfosten! Was war das? Digga, wie viel Glück können wir haben? Jetzt müssen sie wach werden. Sie dürfen ihn nicht mehr zum Schießen lassen. Sofort drücken, wenn Mbappé aufs Tor schießt. Dicht, Jungs, mach dicht, mach dicht. Bedacht spielen! Ja! Und weiter! Ja! Ja! Mach was draus! Mach was draus! Was? Warum ist Wolf da nicht? Ist der doof? Ja. Der stand die ganze Zeit frei. Hast du gesehen? Gut gekämpft, auch ein bisschen Glück dabei gehabt. Holy shit, war das ein geiles Spiel. Ich kann es nicht fassen. Wir haben wirklich gewonnen. Das ist das Champions League Halbfinale. Ich treffe jetzt noch mit Max. Ich sag's jetzt schon mal hier, wenn euch solche Art von Deutsch gefallen sollte, lasst gerne ein Like und ein Abo da und schaltet wieder ein. Wenn es wieder ist, der Eierkopf28 setzt sich genau hier hin und macht wieder einen geilen Vlog für euch da draußen. Ich hoffe, ich konnte die Emotionen gut auffangen. Danke auch an Matteo, der Kameramann, fürs Aufnehmen. Und? Was ein Spiel. Wembley? Wembley haben wir 11 Karten. Also, Freunde, wenn wir ins Finale ziehen, bin ich da mit 11 anderen. Und wir werden das ganze Ding einnehmen. Spiel fandet ihr schon 10 von 10. Du meintest gerade, das war das krasseste Stadionerlebnis, welches du erlebt hast. Ja. Ich fand es sehr geil, dass du hier warst. Und naja, was soll ich dir erzählen? Du sollst der Gastgeber. Wir haben jetzt Dortmund. Schön, dass du hier warst. Wir haben 1-0 gewonnen. Die Chance, dass wir vielleicht nach Wembley ziehen, ist gar nicht so gering. Wir stehen quasi mit einem Fuß schon im Finale. Und ich habe 11 Karten fürs Wembley-Stadion. Boah, Alter, 11 Stück? Halt's Maul. Halt's Maul. Wir treffen uns in London. Nein. Zusammen. Die. Oh, ich richtig alle zusammen nebeneinander. Der kostet doch eine Karte 5.000, du sagst so 11 Stück. Der hat Karten wert von 55.000. Wie hast du Folgen Noah und Bixman haben sich heute was kennengelernt. Ich habe noch nie eine Karte bekommen, er kriegt 11. Was? Siehst du auch Wembley-Karten, wenn nur Bayern ins Finale kommt? Denke schon.
So Wembley-Karten sind Wembley-Karten, ne? Dortmund gegen Bayern wäre natürlich das Highlight. Ist das wieder so ein Noah-Prank? Stell dir vor, nein, ist wirklich kein Prank. Das ist der Kontakt, der uns die Karten geklärt hat. Ja, deswegen sitzen wir in der zweiten Reihe. Der besoffen, der gibt dir Karten wert von 50.000 Euro. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns, hören uns dann am 11.05. Oh ja. Bei deinem Geburtstag. Unser Meisterschaftsfeier. Da, stimmt, da müssen wir performen. Wir Meisterschaft nicht. Taucht auf, wir holen die Meisterschaft. Wir holen die Meisterschaft. Es ist wir holen die Meisterschaft. Immerhin das. Und ja, dann. Nächstes Mal im Stadion sehen wir uns dann wahrscheinlich in London. Passt doch. Krass. Geiler Typ. Daumen hoch, Abo da lassen. Checkt auch gerne den Vlog von Max aus. Kommentiert einmal für den Algorithmus, dass Noah einfach der coolste Dortmund-Fan ist auf der Welt. Gut, haben wir's.